Vielen Dank und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute an einem wundervollen Donnerstag schauen wir uns ein Video an, auf das unfassbar viele Leute von euch gewartet haben. Und zwar wurde ich mit keinem Video mehr therapiert als Justin. Schau dir bitte Bibis Ferienhaustour. Wir zeigen euch alles an. Ich habe selber noch gar nicht reingeschaut. Hab gedacht, wir machen das wie immer. Zuerst zusammen. Das Video geht 19 Minuten. Vorher wollte ich noch ganz kurz was in eigener Sache sagen. Und zwar ist es soweit, Leute. Peso Ross geht in die zweite Runde. Ihr habt die ganze Zeit schon Basics bestellen können oder auch die Hoodies nicht mehr in M, im Stone Colorway. Der wird jetzt am Freitag um 18 Uhr nochmal gerestockt. Das heißt, es ist wieder alles verfügbar. Plus endlich kommen die Hosen raus. Wir haben hier die Pleat Pants aus der Spoiled Youth Kollektion, die jetzt auch unsere Ross Hose geworden ist. Mit einem nicen Verschluss unten, den ihr auf dem Schuh zumachen könnt, damit das mehr stackt. Oder den aufmachen könnt, damit das so auf dem Schuh fällt mit unserer Sicherheitsnadel als Verschluss. Wieder, es ist eine unfassbar nice Hose, sehr robust, beste Hose für den Alltag, no joke. Und ja, die kommt am Freitag um 18 Uhr auch in den Shop. Das heißt, ihr könnt jetzt bei Peso nicht nur Oberteile immer shoppen, sondern auch diese Hose hier. Ja, ich bin sehr stolz, das zu verkünden. Deswegen jetzt am Freitag um 18 Uhr tragt es euch allein, damit ihr Bescheid wisst, falls ihr euch was davon holen wollt. Ihr braucht theoretisch nicht mal schnell zu sein, weil jeder, der eine möchte, kann eine bekommen. Nur muss man dazu sagen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also wer früh bestellt, bekommt seine Bestellung auch früher. Logisch. Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, denn heute ist ein sehr besonderes Heute Video. Ist Reisetag. Bibi hat schon den Koffer ausgepackt. Wir haben euch letzte Woche auf diesem Kanal angeguckt. Ich frage mich immer, warum Bibi so viele Dislikes hatte. Wer gönnt ihr das denn nicht? Ich habe noch nie, ich weiß nicht, ob die irgendwas gemacht hat in der Vergangenheit, dass sie gehatet wurde oder ob die Leute einfach nur Player-Hater sind. Ich finde die unfassbar sympathisch, die beiden. Ich finde, dass wir uns ein Ferienhaus gekauft haben. Und, ja, wir und jetzt geht's ab. Genau. Da fliegen wir jetzt hin. Denn das ist das erste Mal, dass wir dahin fliegen. Mhm. Ne? Wir haben es nämlich noch nie gesehen. Wir sind jetzt. Stimmt, die haben sich das ja einfach blind gekauft. Einfach jemanden dahin geschickt, gesagt, ey, guck mal, ob das nice ist. Der hat gesagt, yo, ist nice. Bibi und Julian gesagt, komm, pack ein, ohne dass jemand in Real Life gesehen zu haben. Ferienhaus, let's go. Hä? Mussten die keine Maske? Uff, PJ, da wird der PJ rausgekramt. Oh, wir fliegen Ende des Monats auch mal wieder nach Istanbul. Endlich mal wieder die Produktion besuchen. Jetzt wegen Corona ging das die ganze Zeit nicht. Jetzt haben die gesagt, okay, unter den und den Maßnahmen kann man das wieder machen. Und deswegen machen wir das jetzt auch wieder Ende des Monats. Es funktioniert dann einfach noch besser. Sehr, sehr nice. Wirklich sehr nice. Alexa, play Hop Off the Jet von Young Thug. Krank. Jetzt bin ich gespannt. Das ist so groß und so krass. Sieht einfach. Die haben gesagt, das ist das krasseste Haus, was sie jemals gesehen haben, obwohl die so ein geisteskrankes hier in Köln haben. Und Julian zittert. Oh. Ich bin richtig aufgeregt. Halt. Vor allem eben, als wir losgefahren sind, meinte er noch, irgendwie fühle ich mich so komisch, weil ich müsste jetzt so aufgeregt sein, aber ich bin gar nicht aufgeregt. Ja, ich war heute gar nicht aufgeregt. Okay. Was? Krass. Was? Alter, das sieht ja übelst heftig aus und vor allem, das wird jetzt gerade gebaut. Überleg mal, wie heftig das dann aussieht, wenn das fertig ist. Vor allem in so einzelne... Hart. 6 Schlafzimmer, 6 Badezimmer. Ja, gut. Boah, hier unten fett mit Garage und so. Alter, das ist ja übel heftig. Ja, von Herzen gegönnt, also sehr geil, wenn man sich so einen Traum ermöglichen kann. Einfach ein neues Haus bauen, das ist ja wirklich heftig. So, Leute. Alter, richtig krass. Wir stehen jetzt vorm Haus. Wir sind einfach vor über 4 Stunden hier angekommen. Wir dachten, ja, wir gehen mal kurz alleine ohne Kamera durchs Haus und irgendwie haben wir jetzt eine 4-stündige Hausbesichtigung gerade hinter uns. Es ist ja das erste Mal, dass wir hier waren und natürlich haben wir uns... Krass, heftig, dass du, dass du so eine Besichtigung machst und dir vorstellen musst, was da alles sein wird. Sollen wir einfach mal reingehen? Genau, wir gehen jetzt mal rein. Ah, okay, weil die haben eben schon so zensiert, welcher Kran und so, also welche Firma da gearbeitet hat. Ich glaube, die zeigen uns jetzt nicht den Ausblick. Nein, wir betreten jetzt das Haus durch die Garage. Also, wie ihr seht,
Die Baustelle ist besetzt und hier wird auch gerade gearbeitet, wie man wahrscheinlich auch hört. Aber wir gehen jetzt trotzdem mit euch durch. Ich glaube, da ihr ja noch nicht wisst, wie das Endergebnis eigentlich aussehen soll, könnt ihr euch das alles gar nicht so vorstellen, ja, wie wir natürlich. Mhm. Aber wir versuchen euch einfach ganz... Ja, wenn das alles mit einem Architekten und einem Innenarchitekten begleitet wird, dann kann das nur krass werden. Ganz viel zu erzählen und dann müsst ihr ja... Das wird safe so ein richtig krass... Also die werden das safe so übelst weiß machen, so clean und so. Ein bisschen Vorstellungskraft haben und es wird natürlich immer wieder jetzt Möglichkeiten und Situationen geben, wo wir wieder hierher kommen und wir euch dann mehr zeigen. Das ist jetzt quasi ein offener Bereich im Keller. Einziger Raum in diesem Haus ohne Fenster, denn... Das wird unser Kino. Ja. Alter, das ist no joke. So ein geisteskranker Traum von mir, in einem Haus ein eigenes Kino zu haben. Alter, das ist so nice. Einfach ein Kino. Boah, Leute, damit hat vor allem Julian sich so einen krassen Traum ermöglicht. Das wird einfach ein kompletter Kino. Geisteskrank. Raum. Stellt euch das mal vor, ich stehe jetzt hier vor der Wand und diese ganze Wand ungefähr wird einfach die komplette Leinwand. Zieht euch das Ghost is crazy mal rein, wie groß das einfach wird. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. 35 Quadratmeter ist der Raum groß. Dann kommen hier zwei verschiedene Reihen mit Stühlen oder wie wir das genau gestalten, wissen wir noch nicht, aber so richtig. Die verkaufen dann ja auch da Tickets, während die nicht da sind für das Kino, für die neuesten Filme, damit die irgendwann halt den Kaufpreis wieder reinholen dadurch. Ne? Fette. Ja. Sessel oder... Wir wollen jetzt auch nicht zu viel verraten, aber wir haben halt oben zum Beispiel diese Rolls-Royce-Beleuchtung und sowas, diese Sterne. Meine Wave, ganz wichtig. Rolls-Royce-Sternenbeleuchtung im Kino, ja. Wir haben uns schon ganz viele Sachen ausgesucht. Das hier wird ein Lichthof, denn ihr erinnert euch, wir sind im Keller und wir haben hier einfach gerade... Ah, okay. Ich wollte schon sagen, was ist ein Lichthof? Ein ganz normales Tageslicht von oben. Wir haben krass. Hier ein Gästezimmer, den Bereich hier. Und dann hier nochmal ein Bereich. Hier kommt ein Gästebett, Schrank. Hier. In einem Ferienhaus ist tatsächlich so ein Gästebett ja sehr nice, weil es kann ja immer sein, dass du mal in Urlaub Kollegen mitnimmst. So. Gut mitgedacht. Wir gehen jetzt quasi wieder durch die Garage raus, wo wir eben auch angefangen haben und gehen auf der anderen Seite über den Außenbereich jetzt hoch, weil die Treppe natürlich noch nicht da ist. Normalerweise würde die sich quasi so um den Aufzug schlängeln. Aber da ist gerade einfach nur ein Loch. Das ist jetzt quasi das Erdgeschoss. Ja. Und wir stehen... Also mit Wohnzimmer, Küche, kleinem Badezimmer und hier ist wahrscheinlich... Okay, okay. Jetzt? Alles, was man braucht. Ist das hier ein Kamin? Wir stehen jetzt gerade in unserem Wohnzimmer, ne? Ja, hier vorne. Im Wohnzimmer wird viel genagelt. Was? Und ist die Küche? Genau, das ist Wohnzimmerbereich, dieses Loch. Da kommt unser Fernseher rein, denn wir haben uns was richtig Geiles überlegt. Alle Oh, so ein Fernseher, der so hochfahren kann. Fernseher sind quasi versteckt, also überall. Was? Und in dem Falle fährt der Fernseher aus dem Boden raus. Also man sieht das. Wozu? Gar nicht, das wird komplett einfach der Boden ganz normal verlegt. Und dann kann ich einen Knopf drücken und dann kommt dieser Riesenfernseher aus dem Boden. Ach so, das heißt, da ist theoretisch einfach so, du kannst da so drüber laufen und alles und dann kommt da aber ein Fernseher raus. Was? Okay. Rausgefahren. Das gefühlt 5 Meter tief. Das ist richtig krank. Irgendwann haben wir das gesehen. In irgendeiner Roomtour von so einem mega krassen Haus haben wir das gesehen und dachten so, boah, das müssen wir auf jeden Fall auch. Das brauchen wir auch und haben das jetzt extra. Wir wussten auch nicht, dass das mit so einem Aufwand verbunden ist. So, hier im Anschluss. Was ist, wenn du irgendwann mal den Fernseher wechselst oder mal ein neues HDMI-Kabel verlegen musst? Das ist auf jeden Fall der offene Küchenbereich. Hier an der Wand werden dann die ganzen Küchenschränke sein und dann haben wir hier... Die Frage ist natürlich, ob Bibi halt dann auch genug Platz für Einbauschränke hat, wie das in Deutschland halt ist. Ne? Eigentlich fast so, nur nicht ganz so natürlich, haben wir hier dann die Theke, wo man auch Hocker und so hinstellen kann. Und man muss dazu sagen, das wollen wir... Warte, der Nagel ist gleich drin. Und man muss dazu sagen, wir haben hier den krankesten Meerblick überhaupt. Stellt euch vor, wenn wir in die Richtung gucken. Okay, warte, wir stellen uns das kurz vor. Okay, Bibi und Julian sagen, wir sollen uns das vorstellen. Wir nehmen das Ganze sehr genau. Die haben gesagt, den kranksten Meerblick überhaupt. Wir gehen jetzt mal von sowas hier aus. Einfach von da aus, wenn du auf die andere Seite guckst. Das hier. Unfassbar. Was will man mehr? Was? Der war wirklich geisteskrank grauenvoll. Meine Herren, hier wird unser Essbereich sein. Und selbstverständlich darf in einem Bibi- und Julian-Haus ein Einbauschrank nicht fehlen. Schätzboss, Part 2. Aber keine Sorge, es werden nicht so viele sein wie bei uns in Deutschland.
deutlich aber da weniger. Ist einer. Ja, der ist ja auch praktisch. Der ist mega. Einbauschenke sind ja auch praktisch. Ja, natürlich, klar. Aber war schon lustig. Ja. So, wir können jetzt im Haus weitergehen oder wir gehen raus auf die Terrassenfläche. Okay, dann flitz mal. Jetzt. Ja, okay, einfach die Terrasse doppelt so groß wie das Erdgeschoss. Quasi. Mit fettem Pool, heftig. Auf der Terrasse, hier kann man dann zum Beispiel Esstisch, Liegestühle. Ach so, und hier wird dann wahrscheinlich so eine fette Fensterfront sein, von wo aus du da drauf gucken kannst. Feierabend. Was auch immer hinstellen. Und jetzt geht's hier weiter. Ich finde das heftig, dass sie nicht sagen, wo das ist in Spanien. Auf welcher Insel oder auf welcher Insel nicht oder auf dem Festland. So. Dann ist da ein Außen-Küchen-Barbecue-Bereich, ne? Mhm. Ja. Hier ist der Pool. Der ist ziemlich cool. Hier haben wir uns diesmal... Oh, man hat aber ein bisschen was gesehen. Hier so Palme und so. Ab hier ist dann wirklich so Meer. Alter, krass! Puh. Wir haben uns diesmal auch mehr überlegt, dass die Bibi sehr klein ist und dass wir vielleicht die Höhe des Pools anpassen, dass sie auch einen Bereich hat, wo sie stehen. Sehr nett. Kann. Ja. An alles gedacht. Hier kommt übrigens hinter mir... No front natürlich hier von Julian gerade an Bibi. Wir haben jetzt mal die Kinderzimmer geskippt, weil uns interessieren natürlich die Main Things. Man muss auch schon sagen, die Wände sind schon schmal, oder? Ist das da so in Spanien? Ich hatte irgendwie das Gefühl, auch immer. Hier so. Schon schmal. Wo sind wir denn hier, Bianca? Hier sind wir in unserem Gästezimmer. Anderen Gästezimmer. Boah, aber das ist so Penthouse-Gästezimmer, oder nicht? Genau. Auf ganze Weite. Wir haben hier oben auch noch ein Gästezimmer. Mit Meerblick. Krass. Da ist wieder der halboffene Badezimmerbereich, der hier hinter gebaut wird. Nice. Hier rechts kommt... Geil, ich kann mir das richtig vorstellen. Da ist hier wahrscheinlich das Bett dran oder so. Und dann ist hier hinten... Ah ja, gut, das sieht man ja auf der Skizze auch, logisch. Ne? Und hier hinter dann Badezimmer. Wild. Und jetzt kommen wir quasi in unser Schlafzimmer, wo wir dann schlafen. Oh, okay. Okay, auch nochmal mit... Warte mal, ist das... Ah, die haben dann einen Meerblick und Balkon. Und vom Balkon theoretisch, macht man natürlich nicht, kannst auch in den Pool springen. Schlafen werden. Das Master Bedroom. Aktuell sieht man auch nichts. Bibi hat sich eben noch so eine Schminkecke hier rausgehandelt. Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, wo mache ich meine Schminkecke hin? Und jetzt haben wir gerade einfach die kompletten Pläne nochmal geändert, damit ich einen eigenen Schminkplatz bekomme. Ja. Mega geil. Korrekt, korrekt. Unseren begehbaren Kleiderschrank. Oh, krass. Von da aus direkt da rein. Mit Balkon. Was? Begehbarer Kleiderschrank mit Balkon. Mit so einem Riesenbalkon, aber ja, der Balkon ist wirklich... Noch größer als unserer vom Hauptschlafzimmer, ne? Der ist mehr als doppelt so groß, glaube ich, ja, sogar. Ey, Alter, was ist das für ein Balkon? Übel heftig. Ja. Ah, okay, und das ist dann dieses schräge Element vom Haus. Richtig geil. Hier kann man sich dann so richtig geile Liegen oder keine Ahnung was drin machen. Ich bin mal gespannt, wo wir uns am... Ey, Alter, da hast du ja fast gar keine Ziele mehr. Wir haben jetzt ein fettes Haus in Deutschland, fettes Ferienhaus in Spanien, zwei Kids, VIP-Leasing sind hoffentlich mal gesund, also... Bibi und Julian leben auf jeden Fall durchgespielt. Meisten Aufhalt. Ja, hier haben wir auch eben sehr viel geplant, wie wir das hier aufbauen mit Schränken, mit offenen Regalen und so. Aber das wird jetzt, glaube ich, echt das Limit sprengen. Aber hier also sind dann unsere Kleider und so, ne? Kleider, Balkon, so noch so eine Lounge. Geisteskrank. Und eine Dachterrasse das auch noch. Das ist jetzt quasi die... Ey, wow, das ist ja übelst fett alles. Die Dachterrasse. Ah, hier ist ein Jacuzzi. Die Hauptdachterrasse. Die Hauptdachterrasse, ja. Genau. Okay, die ist wirklich riesengroß. Also wir werden... Hast du eben gar nicht mitbekommen, ne? Was denn? Der hat gesagt, dass hier, das habe ich in den Plänen gar nicht so genau gesehen, dass hier noch ein Garten hinkommt, also so ein Gartenstreifen hinkommt, dass wir hier auch grün bepflanzen können. Okay. So, jetzt seht ihr die Dachterrasse mal von... Oh, krass, okay. Heftig. Also nichts wirklich, was den Blick stört hier. Der anderen Seite. Ich weiß nicht genau, was man da jetzt erkennen kann. Als wir hier ankamen, hat man einfach fast gar kein Meer gesehen, weil es, ja, keine Ahnung, alles voller Nebel ist. Genau, und hier, das wird auf jeden Fall mein komplettes Highlight aus dem Ganzen. Safe, das ist ja übernice. Ich glaube, für heute sind wir hier auf der Baustelle erstmal durch. Safe, heftig, ja, sehr, sehr nice. Herzlichen Glückwunsch an Bibi und Julian. Ich bin sehr gespannt auf das ganze Projekt und wie es am Ende dann aussehen wird. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut. Peace.